Und damit herzlich willkommen bei Dungeon Defenders Eternity. Mit so einem Intro kriege ich meinen Helm immer noch nicht unsichtbar. Oh, ich schaue so lange dem Taylor zu. Naja. Was auch immer er ist. Also, eher mehr so ich, habe mich dazu entschieden, zu sagen, ich kaufe mir jetzt einen netten Trank, der mich einmal nackig macht, weil ich werde jetzt tatsächlich einen DPS-Charakter machen. Also, oh Wunder, mal schauen, wie der tatsächlich jetzt wird. Schön auf die Angriffskraft gehen. Und er ist nackt. Also bin ich nackig. Oh. So nackt, wie die Charakter denn sein können. Ja. Zumindest sieht man mal deine blau leuchtenden Hände. Ja, das stimmt. Man sieht meine krassen Hände, ey. Fast hätten wir FSK 18 gebraucht. Ich bin aus Versehen so gesprungen, dass die Kamera einmal quer durch dich geglitscht ist. Okay. Nein. Springen wir mal den bisschen. Dem ein wenig auf der Glatze rum. Das gibt Kopfschmerzen. Du ärgerst mich wahrscheinlich gerade mal. Nein, um genau zu sein, den Tavern Keeper. Ach so. Ja, den kannst du ruhig. Den kann ich. Ja, ist mir egal. Riech mal. Ich bin die wandelnde Taschenlampe. Mit dem ultra nervigen Geräusch. Ja. Komm, ich mach mir mal Gift. So, na, wie sehe ich aus? Schick, oder? Du hast grüne Hände. Ja, das auch. Und eine grüne Kapuze. Das, ja. Naja, zumindest der Stein. Sieht so gut aus. Zack. Ja. So, und jetzt mache ich alles wieder kaputt, indem ich wieder mir Gegenstände anziehe. Boah, Steam. Nerv mich nicht. Oh, Steam. Nervt schon wieder. Ja, immer wenn irgendeiner aus der Liste was anstartet. Ich muss mir echt angewöhnen, das dafür abzuschalten. So, alles mal das ausrüsten, was ich irgendwie ausrüsten kann. So, dann gucken wir uns schon mal an, was uns heute denn erwartet. Heute geht es nämlich ab in die Servant Quarters. Oh ja, stimmt. Berlin. Servant Quarters. Genau. Die Dienerquartiere. Ja. Wer das alte Dungeon Defenders kennt und auf Deutsch gespielt hat. Ja, das auch. Das auch. Ja, manche kennen das alte, haben sich aber gesagt, die deutsche Übersetzung war so schlecht, wir spielen lieber weiter auf Englisch. Ja, da kenne ich welche. War aber auch grottig. Ja, bei den Errungenschaften hat man gar nicht mehr verstanden, wie die jetzt zu erreichen sind. Weil die Texte einfach so ultra schlecht waren. Ja, das nicht nur. War grausig war das. Also, nicht, dass ihr jetzt denkt, wir lästern über das Spiel ab. Das Spiel war einfach der Hammer. Aber die deutsche Übersetzung. Nee, die ging gar nicht. Hatten wir sogar zeitweise an einer gewerkelt, selber eine rauszubringen. Aber. Naja, das. Wirklich. Immer so halb. Rausgekommen ist er dann nie. Nein, nicht wirklich. Weiß mal, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist hier du? Oben. Da. Feuerwerk! Und ein Ogre. Ha, so, jetzt können wir. Und das war alles.
Ich wollte okay. nur mal zeigen, was ich so drauf hab. Toll, wir werden wieder keine Rüstung bekommen. Was hast du ausgewählt? Hart, ja. Ja, wenn schon, dann auch ein bisschen anspruchsvoll. Na gut. Sagen wir mal so. Ich komme der Stufe 16 näher. Also ich bin näher als du. Warum auch immer. Kann ich dir nicht sagen. Vielleicht hast du mehr draufgehauen? Wahrscheinlich diese, durch die Boni. Wahrscheinlich habe ich einfach den Boni mitgekriegt, zum Beispiel, dass ich nie... Ja, doch, klar, du bist doch die Level draufgegangen. Hier beim letzten Mal. Kannst du dich dran erinnern? Als wir den Oberlord gemacht haben? Ja. So, da bist du doch gestorben. Stimmt. Und damit hast du den Invincible-Bonus verloren. Stimmt. So kommt das zustande. Ja, ich war die ganze Zeit am Leben. Ich hatte Glück. Naja, ich bin noch nicht weit von 15 entfernt. Also könnte passen. Bedeutet jetzt also, ich muss dir mein ganzes Mana geben. Es sei denn, du willst bauen, aber als einer da draufschlägern soll. Ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist. Könnte was bauen. Aber die sind nicht gerade ganz so gut. Schaden machen die auch nicht. Dann besser nicht. Aber ich könnte hier so einen Mage bauen. Der kann die Defense heilen. Das könnte sogar noch sinnvoll sein. Es kommt ja halt immer 1 HP pro Stunde. Also sagen wir mal so, der hat. Was hat er denn? Summons Blaffers, Fireball. Heal Amount 6,5% auf Max Health. In einem Bereich von 9 Units. Bei einem Intervall von 13,57 Sekunden. Oh. Ja. Dann braucht er ja nur eine halbe Ewigkeit, keine ganze. Na gut, ne? Besser als. Naja. Als. Egal. So, wenn einem nichts mehr einfällt. Ja. Was soll ich sagen? Besser als nichts? Ja, schon. Irgendwie, aber. Schwierig. Sehr schwierig. Hier an der Map haben sie aber auch schon abgeändert, dass du oben nicht mehr dieses. Dieses schwarze Decke hast. Das ist eigentlich auch schon aufgefallen, wenn du nach oben geguckt hast. Du hast nicht mehr diese schwarze Decke. Die Decke ist viel höher und du hast jetzt richtig oben diese tollen Regale und cool. Da diese Übergänge und. Also, Kronleuchter. Haben sie gut verbessert. Ja. Kann ja sagen. Ich fand damals so schön, als wir den Summoner eingeführt haben, du erstmal richtig schön Karten erkunden konntest. Okay, also da ist dicht, dahin ist ungefähr so dicht. Da ist auch dicht. Es ist noch nicht gültig, Style. Oh. Ich habe eine Lücke entdeckt. Mut zur Lücke. Ich weiß. Das Problem ist, wenn ich die Mauer weiter nach vorne schiebe. Ach so, die Lücke. Die Lücke. Die Lücke. Ich weiß nicht, ob sie die Lücke nicht. Noch nie. Bisher noch nicht. Die kennen sie noch nicht. Wo bist du, Boss? Das wäre jetzt der Oberhammer, wenn sie diese Lücke jetzt erkennen. Aber eigentlich dürften sie das nicht. Du hast all dein Mana abgegeben, ne? Nein, noch nicht hier. Ach so. Jetzt. Ich glaube fast, jetzt. Dieser Gang ist zu eng für die meisten Monster. Ich will mal was ausprobieren. Du hast ein bisschen Zeit und du hast. Ich hab den. Okay. Den Vierfinger. Reicht das überhaupt?
Reicht was überhaupt? Die Reichweite. Reicht die Reichweite? Ja. Oben. Ja. Kristallschutz geht. Na toll. Kannst du lieber ein TST bauen? TST? Ja. Der Lead Striker? Ach so, DST. Hab ich doch gesagt. Ich hab TST verstanden. Nein, DST. Das kann ich leider noch nicht. Doofe Schlümpfe tanzen. Der Striker ist leider noch nicht drin. Doch, ist schon drin. Archer mit Feuerresistenz. Das Einzige, was ich habe, ist nur die, das Feuerschaden macht. Ach, weißt du was? Ui. Oh, da oben. Nein. Komm! So, oh, komm, schieß. Um. Ach, wenigstens ist er dafür zu gebrauchen. Los, heile. Schneller. Und geheilt. Passive Fähigkeit ist aber nicht so gut. Weil aktiv halt der. Ach nee, Quatsch, passiv halt der 2,53. So, ich meinte aktiv halt der 0,57. Aha. Ja, keine Ahnung. Irgendwie ein bisschen Käse. Ach. Leucht 9. Und schon wieder nix. Nichts? Ja. Nee, nichts. Kommt mal aus der Truhe, aber ich kann es schon wieder nicht ausrüsten. Nicht verwunderlich auf hart. Wir haben vorhin nur auf normal gespielt und schon nichts gefunden. Ja, gefunden schon, aber. Mal dieses Level, ey. Ah. Ja, das immer hängt am Level. Du stehst im Weg. Bäh. Geh weg. Ich komm nicht weg. So. Gibt es nicht. Irgendwie habe ich noch immer die alten Tasten drin. Was für alte Tasten? Ich denke immer noch, der Feuerwehrturm liegt auf V8. Ja, das Problem kenne ich. Dabei habe ich den Zauberer damals gar nicht so viel gespielt. Nö, den habe ich gespielt. Haben wir noch? Nein, keine Punkte mehr. Oh. Schade. Ich habe gedacht, ich könnte noch. Könnte aber anders. Es wird hier quer über die Map gemogelt. Ja. Boom. Wo könnte ich denn noch was aufbauen? Sagen wir doch mal hier. So, jetzt haben wir die Punkte voll ausgeschöpft. Wieso bleibe ich an dir hängen, wenn du eigentlich gar nicht da bist? Ja. Was war das denn? Dieses blöde. So, jetzt aber. Was jetzt? Er stiefelt. Ja, lass ihn. Go, so. Johnny, go. Oh, meine ganze Tasteneinstellung spielt hier schon wieder verrückt. Ich eine Waffe. Hey, lass mich nicht zurück. Verdammt.
so ein Ärger braucht. Wenn die Tasten verrückt spielen, dann spielen die verrückt. Geht gar nicht, ey. Geht gar nicht. Ich sag dir. So bei ärgerlich. Mir leckt das schon wieder. Weiß nicht, was. Irgendwie spielen bei mir die Tasten in letzter Zeit verrückt. Wow. Ach, echt? Bei mir stiefeln die gerade durch alles einfach durch. Bei mir gerade mal nicht. Was mich nicht tötet, ist nicht da. Ich laufe einfach durch. Hm. Ja, doch, jetzt kann ich erst den Deadly Striker errichten. Endlich! Der würde sich bei dem Level hier aber auch richtig gut machen, weil der ja schön durch die Mauer schießen kann. Yep. Also durch die Levelwände, nicht durch die Mauern, die ich gezogen habe. Ja, da aber auch. Stimmt. Er schießt durch alles durch. Es gibt nichts, was vor ihm zerstören. Doch, eins zerstört er. Gegner. Genau. Das könnte hier an der Stelle nochmal kritisch werden. Meinst du? Ja. Ich war jetzt mehr oben und hab aufgepasst. Bling. Also es könnte kritisch werden. Wir gucken. Ja, gucken wir mal, ne? Genau, wenn gebrochen ist, dann gucken wir. Ach so, nach dem Motto arbeiten wir. Solange es noch steht, ist es egal. Wenn es kaputt ist, erst dann wird es interessant. Gute Einstellung. Haben wir doch schon öfter geschafft. Oh! Oh, was? Ja, los! Ach so. Ach, go! Ich hab O verstanden. Oh! Ich dachte schon, was hast du denn gefunden? Ladau. Oh, ich bleib jetzt mal hier stehen und komm zu. Sie husteten und husteten. Voll daneben. Meine Güte, ist das gerade laut. Ja. Ich habe gerade nichts gehört. Okay. Aua. Da hat sich ein Zippy der Mauer genähert. Okay. Ist er denn da oben ganz gut? So halb. Oh, steht ja alles. Ja, noch. Gerade noch so. Gerade noch so? Hm? Mich hätten sie schon fast aus den Pantoffeln gehauen. Okay. Ah, das heißt, ich kann jetzt neue Sachen ausrüsten. Ich kann neue Sachen anziehen, yeah. Cool. Ah, wie zum Beispiel das da. Cool. Ja. Und mir fehlen 106 Punkte. Ja, 6 Punkte fürs Level Up. Ja. Oh ja, ist doch super. So knapp und doch so fern. Ah, jammer nicht rum. Geht schon. Demnächst.
Auch in ihrer Nähe. Ein Level up. Ja klar. Ah, immer diese ganzen Gisten ablatschen. Das ist fast schon das Nervigste am ganzen Spiel, ne? Kann ich das ja aufbauen? Nur Kisten ablatschen. Vor allen Dingen, wenn die dann noch irgendwo am Ende der Welt stehen. Ich meine, diese Karte hier ist noch klein im Vergleich zu anderen. So, ba. Welche ist die größte Map hier? Die andere? Die andere. Ahnung. Irgendeine wird es schon sein. Ich würde ja fast behaupten, die Karte von Riddle in the Deep, oder? Riddle in the Deep? Riddle in the Deep. Ja, das kann hinkommen. Also da habe ich immer gefühlt die längsten Laufwege gehabt. Könnte gut hinkommen. Okay, jetzt sehe ich cool aus. Dann zeig dich mal. Der dunkle Lord. Ich habe den Gürtel an den Füßen. Oh. Kann man gut sehen von hinten. Ja. Was hast du da an der Seite kleben? Das sind die Beinschoner. Das sind aber fette Beinschoner. Autoplate Greaves. Ja, klar, wir müssen ja einmal um. Hast du eigentlich auch ein Schild? Ja, das habe ich unterm Buch, glaube ich. Zeig mal da. Das finde ich immer so geil. Der Sammler hat sein Schild einfach unter das Buch geklebt. Ich muss nichts schützen, außer meinem Buch. Und den Raketen, die ich im Buch habe. Es sei dir vergönnt, ein wunderschönes G zu drücken. GG. Wie, es geht auch mal weiter hier. Oder Rated G für weiter. Keine Ahnung. Der kam nicht. Egal. Ach. Noch ein Upgrade. Ich bin gerade. Ja, das geht schon. Aua. Das ist bestimmt kritisch. Oh mein Gott, was ist das? Möchtest du nicht die Dingens? Die Dingens, Bummens, was? Ah, mich hat verletzt. Oh, nein, nein. Ich wollte die Türen ersetzen, weil die tun nichts. Nein! Irgendwo ist unser Karte geworfen. Ja. Wo? Aua. Hier unten. Da bricht aber gleich schon die zweite in der Mitte. Und die dritte unten. So, hier oben, die krieg ich gerade gehalten. Das hier. Ja. Und so? Hier oben krieg ich gerade. Wow! Die benutzen den Durchgang doch, die kleinen Drecksviecher. Wie jetzt? Ich bin gerade durchgeschnitten. Finale ist klar. Oh, ich hab noch einen Punkt. Erstmal Mauern neu setzen. So. Dann.
sollte es doch reichen dafür. So. Haben wir nochmal upgraden wieder. Da unten erstmal die eine Mauer reparieren. Ist ja diese fast verkauft. Oh mein Gott. Wie hat die abbekommen? Zwei kleine Schläge. Ja, ist klar. Ich hoffe mal, dass das jetzt so hält. Hm. Nein! Mist, da war ein Schild, das ich hätte ausrüsten können. Oh. Ach, egal. Nicht so schlimm. Ja, er schießt. Quer durch die Mauer. Sehr praktisch, sehr praktisch. Auf der Karte sieht man schön, was er angreift. Na klar, jetzt greift er noch das hier vorne an. Ach du Heilige! Wir versuchen gerade diese Mauer hochzuhalten. Au! Boah! Was zur Hölle? Aua! Heftig. Oh. Die Mauern verabschieden sich. Ich kriege ihn nicht gehalten. Ich bin schon wieder tot. Oh mein Gott, er macht 265 Tore. Wo geht denn hier jetzt alles drauf? Wuhu! Boah, hier unten! Der untere Kristall! Na, nein! Okay. Ja, liebe Leute, das war eine Folge des Misserfolgs. Kommt vor. Lassen wir drin. Beim nächsten Mal sind wir vorbereitet. Ja. Muss auch mal passieren. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bis dahin.